fröhliche Fastweihnachten. Okay, wir schnallen's. Melly hilft uns dabei, ein weißes Weihnachtsfest zu bekommen. Jupp, ich zeig euch meinen Schneetanz. Lass es schneien, lass es schneien. Lass es sein, lass es sein. Sei nicht traurig. Sie haben keinen Schnee angesagt und Billys coole Tanzmoves werden das leider nicht ändern. Aber das gehört doch zum Fest dazu. Es ist doch Familientradition, dass wir gemeinsam draußen im Schnee spielen. Hey, was machst du mit dem alten Hüttenkäse da? Unsere Nora wünscht sich weiße Weihnachten und die bekommt sie auch. Obwohl es beim Öffnen schon lange eine grüne Plörre geworden sein müsste. Hey, was soll das Geraffel? Schon wieder ein Albtraum? Ja, aber der hat mir die Augen geöffnet. Das war eine gute Lektion über Weihnachten für mich. Trink nicht den Eierlikör deines Vaters, weil ich drin bade. Ich war ein Vollidiot, Colosso. Was für ein beschränkter Blödian versucht, einem kleinen Mädchen das Fest zu vermiesen. Wenn er ebenso gut jedem das Fest vermiesen könnte. Oh, ausgesprochen böse. Ich bin der Geist der zukünftigen Weihnacht. Dort haben wir hammermäßige Frisuren und riesige Zuckerstangen. Max Thunderman, du hast deiner Familie das Fest sabotiert. Ja, genau. Und was tust du dagegen? Bitte nicht schlagen! Oh, Nachwirkung vom Geist der Gegenwart. Im Geister-Softball-Team ist sie unsere beste Spielerin. Jetzt komm mit. Wir gucken uns an, wie die Dinge in der Zukunft aussehen. Krieg ich dann so eine? Nein. Oh, was ist mit unserem alten Haus passiert? Jetzt wohnt Nora in diesem Haus. Sie ist zurückgekommen, um mit ihren guten Erinnerungen weiter den Geist der Weihnacht am Leben zu halten. Und bezahlt wohl nicht ihre Zukunftszeitrechnung. Macht ja nichts. Wir brauchen kein Feuer. Wir halten uns gegenseitig warm. Ihr könnt euch freuen, Leute. Dieses Jahr gibt es Bohnen zu essen. Aber lasst noch etwas Platz fürs Dessert. Es gibt leckere Minzpastillen. Wieso füttert sie diese Puppen mit Minzpastillen? Nora hat sich geweigert, böse zu werden, also hat deine Familie sie ausgesetzt. Und zwar auf der Müllkippe, wo sie die Pastillen her hat. Oh, hab's fast vergessen. Ich hab auch was Besonderes für dich, Max. Lauf weg, Puppen-Max, beeil dich! Frohe Weihnachten. Ich verzeih dir, dass du Weihnachten ruiniert und die Familie zertrümmert hast. Sie verzeiht mir? Ich hab dich lieb, Max. Kommt alle runter, ihr Schlafmützen, es ist Weihnachten! Wieso ist Max so angezogen? Keine Ahnung. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, meine liebe Familie. Wieso verhält er sich denn jetzt auch so? Auch hier keine Ahnung. Und ich hab für euch einen Weihnachtspudding. Okay, bitte aneinander einhaken und bloß nicht wieder loslassen. Worauf wartet ihr? Es gibt Bescherung. Ist das toll! Wirklich, damit hätte ich nie gerechnet! Ein Videospiel! Na dann bin ich für die nächsten 16 Stunden ja gut aufgehoben! Nora, und das hier ist von mir. Hey, was soll das? Was ist denn, Nora? Es ist gar nichts drin in dem Päckchen! Maximus Octavius Thunderman, wie konntest du nur? Moment, da ist doch was! Vergiss es! Guck aus dem Fenster. In Liebe, Max. Wow. Oh mein Gott. Ist ja irre. Weiße Weihnachten? Ich wusste, dass es klappen wird. Das ist das wunderbarste Weihnachtsfest. Max, wie hast du das geschafft? Hallo, Supergenie. Ich habe eine Maschine, um die Weltwasserversorgung einzufrieren. Aber heute macht sie Schnee für Nora. Ich hab dich lieb, Max.